Wir erobern Jötunheim. Oder gehen zumindest kurz durch. Wir haben aber einen Helden, der uns unterstützt. So, wir müssen trotzdem hier mal anfangen mit Stuff. Holzfäller heute ist immer gut. Genauso wie ein Speerlager, damit wir wissen, was hier los ist. Was hatten wir so? 20 Damage, 18 Resistenz, 100 Lebenspunkte. Das waren 15 und 10. Also von der Größe, der ist halt. Der hat 20, 18 und der hat 15, 10. Das ist gar nicht so viel schlechter. Wenn man die größten Verhältnisse mal so in Betracht zieht, geht das eigentlich ganz gut. So, du hackst hier ein bisschen Holz. Sie erkundet ein bisschen das Gebiet. Was ich dann bald erobern kann. Mit dem Clan kriege ich ja Bevölkerungslimit dazu, wenn ich Gebiete erobere. Der Yannick Bastian ist da. Hi. Hi, Yannick. So, gleich erobern. Dann können wir auch eine Heilerhütte bauen. Hä? Achso, das muss ich auch noch besiedeln. Dann kriege ich erst plus 2. Ich muss irgendwas erobern, wo ich auch wo ich Lebensmittel bekomme. Nein, das war schon richtig. Ich wollte ihn abwählen. Oh, das sind die Feindlichen jetzt. Ja, das ist ja genug. Ich mache das dann wieder zum Arbeiter und baue mir hier eine Fischerhütte. Und ich brauche dringend Lebensmittel. Wir haben uns einen Start gehabt. Gucken, was wir hier rausbekommen aus den Ruinen. Rübergehen. Wie viel hat der so? 2018 auch. Der. Oh, hier sind Rehe. Hier ist auch gut. Dann über das mal hier. Vielleicht du nicht tanken. Der Bär hält ganz schön viel aus. Ja. Ahoi, ahoi. Was ist das eigentlich Resistenz? Heißt das, wenn er 15 Schaden macht, dann hat 18 Resistenz, dass ich gar keinen Schaden mit ihm mache? Ich weiß nicht genau, wie ich das einzuordnen habe. Ich muss bald ein paar Heilerhütten bauen, wie man auch sieht. Die ganz schön zuhauen. So, hier Lebensmittel. Da es das einzige bisher ist, wo ich Lebensmittel bauen kann. Da kann ich was abernten. Ich werde gleich mal ein Sido hinstellen. Lebensmittel sind bis jetzt ganz schön rar. Ich bin jetzt mal ganz schön angeschlagen, was nicht so schön ist, aber ich werde erstmal auch gleich den hier zurückziehen. Der späht nochmal, danach ziehe ich ihn aber zurück, weil ich brauche dann eine Heilerhütte. Recht dringend. Wo ist das nochmal? Heilkundigenhütte. Oh, da ist auch ein Feld. Ah, okay. Da kommen wir schon mal weiter. Kriegen wir ein bisschen Lebensmittel zusammen. Bau du mal die Heilkundigenhütte auf.
Hat Witch fragt, wann ich Kingdom Come Deliverance streame. Diese Woche nicht. Ich mache aber meinen Streamingplan. Da kannst du es sehen. Diese Woche nicht, weil ich noch einige Folgen für YouTube habe. Aber demnächst sind wir wieder auf dem aktuellen Stand. Und dann gibt es neue Folgen auch auf Twitch. Da sind drei Trauger. So, was können wir denn hier mal lernen? Tauschhandel. Ein Grün pro 8 Kranmitglieder. Mehr Holz. Klingt das auch nicht so schlecht. So, dann heil doch mal. Du auch. Mender. Mender. Kann ich hier nämlich eine. Ja, den auch mal mit heilen. Nämlich ziemlich wenig Lebenspunkte. Komm mal kurz hier rüber. Hier bauen wir nämlich eine Jagdhütte hin. Wo ist sie da? Dann kommen wir nämlich langsam auch mit dem Essen hin. Ich glaube, eine Fischhütte bauen, das ist aber nur bei den Seen. Ich glaube, es geht immer nur bei den Seen. Also, ginge das theoretisch hier auch? Ups, nein, stopp. Ne, zählt nicht. Und zwei Leute, die jagen. Ne, das, jetzt geht's doch langsam. So, die werden beide hochgeheilt. Das läuft. Ich muss mal das Gebiet wieder erweitern. Aber ist gar nicht so einfach. Vor allem bevor der Winter kommt. Habe ich Schafe? Nee. Oktober? Hm. Bisschen gefährlich. Brauche ich mal noch ein Siedlo? Siedlo. Silo. Hierhin. Ich brauche genug Holz und Lebensmittel, um durch den Winter zu kommen. Wird schwer genug. Ist jetzt nicht mal bald fertig geheilt? Doch, okay. Heilen Sie jetzt den Löck. Hundert Holz und 10 Steine brauche ich. Die Steine habe ich hier. Aber ich habe nicht die Leute. Unser Feind schickt Jörten, um uns zu vernichten. Wir sollten uns auf einen Angriff epischen Ausmaßes gefasst machen. Hervorragend. Warum das denn? Muss das sein? Vor allem von wo? Von wo kommt der Jörten? Kann ich das irgendwie sehen? Nicht so richtig. Was könnte ich denn jetzt noch Gutes bauen? Eine Heilhütte, vielleicht noch eine Heilhütte, dann wird er ja ganz kaputt geheilt. Das bringt mir ja auch Wissen. Aber ich brauche die Leute im Moment. Eigentlich müsste ich das hier erobern. Dafür brauche ich Lebensmittel. Also idealerweise sammle ich genug Lebensmittel. Was kann ich erst im nächsten Jahr machen? Ich muss den Winter überstehen. Jäger, Fischer, Holzfäller. Holz brauche ich auch. Zum Glück ist er bald fertig geheilt. Das könnte ich als nächstes schon mal lernen dann. Feindseligkeit der Umwelt. Was heißt denn das genau? Das heißt in Feindseligkeit der Umwelt. Was soll das genau bedeuten? Wie sehr die mich angreifen oder was? Das wäre auch nicht schlecht, weil ich will noch ein paar Sachen besiedeln. Das wäre eigentlich ganz gut als nächstes. So, wer ich denn jetzt angegriffen, bitte sehr? Da. Ich dachte, jetzt kommt schon der große Angriff. Es sind nur ein paar Wölfe, die vorbeischauen. Der Löck kam so spät, konnte ich ja mehr was machen. Außer zugucken. Vernichtet die feindliche Fraktion.
Damit eure Armee, bla bla bla, erhaltet den jüdischen Helden um jeden Preis. Ja. Müsst es dann durch den Winter kommen. Besiedeln für 80. Ich kann hier schon mal verhauen. Da mal ein Silo. Nein! Der soll auch gar nicht tanken, der Kleine soll da raus. Dann kann ich auch gleich besiedeln. Obwohl für 80 immer noch recht teuer ist. Dann kann ich hier keine Leute abziehen im Moment. Ich nehme neue Leute, weil ich dann wieder mehr Bevölkerungslimit habe. Ne, minus 1, das kann er sich gleich. Kann man überhaupt nicht machen. Man muss gleich wieder weiter sammeln. Aber es ist so ein schönes Spiel. Das ist so. Funktioniert so gut, ist so schön gemacht. Schon toll. Jetzt müsste ich einen der Holzfäller abziehen. Mache ich das vielleicht eben mal. Damit ich halt schon mal weiter expandieren kann. Ja, ja. Lebensmittel ist nämlich ein bisschen knapp. Wenn angegriffen, wo? Aber sollen wir es nicht komplett wegtanken? Zwei Heiler wirklich genug zu tun. Der baut das da auf. Na, jetzt sind wir noch ganz okay durch den Winter gekommen. Den einen kann ich schon mal hier hochschicken. Ist aber bald fertig gebaut, das Feld. Aber mit dem Expandieren ist eigentlich auch gar nicht so schlecht. Auch ein bisschen Spaß. Jetzt kann ich gleich noch einen Speer wieder ausbilden, damit ich ein bisschen neue Sachen entdecke. Nee, jemand anders? Der ist noch frei. Der will zum Speer. Oh oh, oh oh. Kinders, verpisst euch mal. Unser Feind schickt Jötnar. Ja, Jötnar. Der alte Spinne. Aber der Löck soll den mal tanken. So, ihr dürft wieder zurück auf euer Feld. Jetzt haben wir auch bald wieder ein neues Gebiet erobern. Wo ist denn mein Speer? Guckt sich da mal um. Jetzt kriege ich mal langsam, wenn ich mal ein bisschen mehr Leute bekomme, kann ich dann mal das anfangen, die Steine abzubauen. Wie sieht es damit aus? Der wird geheilt. Der Löck. Ach, das macht Spaß. Das finde ich jetzt ganz cool. Die Mission ist ganz cool. Bis jetzt zumindest spielt die sich ganz gut so runter. Und ich muss tatsächlich wieder ein neues Gebiet einnehmen. Wo sollen die Lebensmittel herkommen? Oh, was haben wir da? Zwei Drauger, ein Jörthün. Bist du irre? Der ist auch schon fast kaputt. Geh mal wieder zurück übrigens. Das geht ja kaputt. Ja, wächst nicht. Ich will da ein bisschen ein paar Sachen upgraden. Ich muss hier mal einen Stein bauen. Und wen heilen die?
Ich will nicht immer, dass die den so viel tanken, weil die nehmen so viel Schaden. Dann dauert das immer so lange. Oh, da. Ah, ich dachte, der kommt rüber. Die Sau. Ich muss halt Gebäude upgraden. Ich brauche deswegen einen Steinbruch. Das geht so nicht weiter. Ich verhau die hier mal. Ja, nicht der Kleine soll tanken. Ups, da. Ja, mit der Lockwort getroffen, ist ganz okay. Alter Verwalter. So, halt mal bitte den Löck. Wie viel gibt es denn sonst noch zu heilen? Mit dem Bergarbeiter. So, jetzt reicht's aber. Die Trauge müssen wir jetzt auch so wegkriegen. Ich brauche das neue Gebiet, damit wieder meine Bevölkerung wächst. Auch wenn ich da leider gar keine neuen Lebensmittel bekomme in dem Gebiet. Bekomme einen Runenstein. Aber erstmal bekomme ich erstmal neue Leute überhaupt. Das ist schon mal ganz wichtig. Und sind hier zwei Leute drin? Jawohl. Aufwerten 10 Steine. Wie langsam die Steine abbauen immer. Da brauchen sie ganz schön lange für. Na gut, also ich muss irgendwie auch mal eine neue Nahrungsquelle erschließen. Ich kriege jetzt erstmal einen neuen Dorfbewohner gleich. Bald gleich. Dann werde ich ein bisschen weiter erkunden, dass ich eine neue Nahrungsquelle bekomme aus dem, ja, mit den Steinen, die ich hier rausbekomme. Kann ich ein paar Upgrades vor allem von den Lebensmittelgebäuden machen. Das ist relativ dringend. Habe ich 3 Stück von. Wenn ich die upgrade, haben auch die Leute zu tun. Das geht eigentlich ganz gut. Und wir werden schon wieder angegriffen. Ich gebe dir mal ein bisschen Zeit. Der Löck muss sich noch ein bisschen heilen. Und wir können was Neues lernen. Das machen wir eben mal noch. Produktion im Gebiet um die Heilkönigin. Im Gebiet um die Heilkönigin-Hütte. Das hilft mir nichts. Das ist im falschen Gebiet. Ja, du solltest immer nicht tanken. Du bekommst viel zu viel Schaden. Also, jetzt kurz gucken. Gucken, dass er mich nicht umfällt hier inzwischen. Ah, das sieht ganz gut aus. Da brauche ich jetzt eine heilkundigen Hütte irgendwie hier zum Beispiel. Das sind nochmal 5% mehr. Das ist hier völlig im falschen Gebiet. Wir werden nicht genug Leute. Man hat es echt nicht leicht, ich sag's euch. Was? Wo? Ja, nur so ein normaler Wolf. Jetzt brauche ich mehr heilkundigen Hütten. Das ist auch einfach so das Sinn des Spiels, weil man halt so viel zu tun hat. Aber andererseits ist halt immer so viel zu tun. Man kommt doch gar nicht dazu. Wo ist denn mein Speer? Ich habe gar keinen Speer mehr. Ich könnte wahrscheinlich ein neues Gebiet erobern. Du wirst jetzt hier zum Speer. Wir haben genug zu fressen. Guck doch mal, was hier ist. Relativ langsam im Moment. Brauche ich ein bisschen mehr Zufriedenheit. So
Zufriedenheit gibt es auch bei denen, nicht irgendwie über die heilkundigen Hütte, oder? Gab es das irgendwie noch? Ja, also genug zu tun. Bisschen kurz chillen, dann hier das Erkunden. Ja, dann mache ich Farm-Upgrades erstmal für meine Lebensmittel. Und erober neue Gebiete. Das ist der Plan mit diesem, der Plan mit dem Clan.